Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Navigator, wieder mit shit, wie heißt er? Sylvanas, genau. Ja, ist ja mal ein perfekter Start. Ja, jedenfalls. Andere hat mal ein bisschen Schleichwerbung unten gemacht. Ich werde es mal drin lassen, nicht rausschneiden. Spiele ich hier wieder Sylvanas. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Wir haben es geschafft, einen ADC zu bekommen. Und einen Jungler. Mal eine Seltenheit. Auch wenn ich finde, dass der Jungler hat ja vorhin halt Arachne genommen mit dem coolen Skin. Fände ich jetzt besser, aber okay, wenn er nicht will. Kann auch den nehmen. Ich spiele jetzt erstmal so woanders weiter, kann ich ja mal bis Gott Level 1 hochspielen. Ich werde ihn jetzt nicht durchgehend aufnehmen. Mit zwei miteinander sollte reichen, dann nehme ich vielleicht auch jemand anderen heute nochmal auf, dass ich ein paar Videos habe. Ansonsten, ja. Hoffe ich, dass das Spiel diesmal besser wird als das letzte. Von Items selber werde ich wieder gleich bauen. War eigentlich ganz gut. Aber dass ich halt irgendwie wenig Gold am Ende gekriegt habe, war halt irgendwie, ich keine Kills gekriegt habe, wenig Minions farmen konnte, etc. Ja. Unser Kronos da. 5 Kills pro Spiel, Haufen Assists, ja. Spielt wahrscheinlich eher Arena, wenn ich jetzt so anschaue, mit den Assists her. Ansonsten sammelt man ja als Kronos der Solo Lane spielt weniger Assists. Ist wurscht, gleiche Items. Active. Da, Fist. Und 2 Wards. Und los geht's. Ich hab's irgendwie angewöhnt. Ja, dass ich mit ihm jetzt öfters. Oder dass ich insgesamt irgendwie 2 Wards lieber kaufe als Tank als Active. Weiß nicht warum. Weil ich halt ansonsten gar keine Wards mehr kaufe danach. Also ich kaufe halt echt nur die beiden Wards am Anfang. So, einmal hier. Und einmal hier drüben. Schon kommt kein Gegner mehr ungesehen zu uns hin. Auf die Länge. Hehe. Und ich will gerade hier die einzige aktivieren und merkt, dass es mein Auto-Tag ist, ja. Der einfach noch awesome ist, okay. Ehrlich. Was ich auch cool finde, dass ich, sieht man jetzt wenig, so Gras immer hinter mir hinterlasse, wenn ich da durchlaufe. Hier auch ganz schön hier Mana. Ist das Mana oder Wasserbecken? Keine Ahnung, sind so Brunnen halt. Wenn es hier Mana-Buff ist, könnte ich auch Mana-Becken sein oder sowas. Ich weiß, dass ich damit anfange. Das ist klar, wenn ich Bock gekauft habe. So. Was ich auch schön finde, dass ich glaube, der erste Tank ist, der Fernkampf ist. Und das auch noch mit so einem coolen AE. Den man hat Gegner schon durch die Gegend schieben kann. Vor allem Bogenschützen werden ganz ordentlich umgeschoben. Und so viel Schaden wie möglich erstmal machen. Das ist jetzt gut für den Anfang. Guter Start. Ja. Schauen, dass ich nicht zu greedy bin, nicht die Kills klaue. Manche anderen mit hier Tanks machen oder mit möchte gern Tanks. Ich sag nur Bacchus. Ja, du interessierst mich nicht, du sollst da rauskommen. Wenn du mal richtig rauskommst, dann kann ich dich sogar normal, also mit meiner 2 angreifen. Wird noch schöner für dich. Könnt ihr dir versichern. Ich sollte wenig schauen, dass ich weniger Last jetzt mache, weil irgendwie soll ich ein bisschen mehr farmen. Oh shit. Da war er zu schnell weg, das hat ihm meine 2 nicht mehr erwischt. Trotzdem. Meine 1 macht ja auch irgendwie ein bisschen Poison-Schaden, oder? Nee, macht's gar nicht. Befall Increase, Protection, Duration,
macht Instant Damage. Komplett Instant Damage. Nur das Protection Debuff ist poison-mäßig. Komm her. Komm her, dann kann ich dich rausziehen. Zu spät. Mit dem Töten von den Minions. Cancel that. Okay. Komm. Ihr könnt auch mich angreifen, Minions, wisst ihr? Schade, jetzt ist sein Tank wieder da. Also anderes Tank ist wieder da. Natürlich, sie kann Autotext immer ganz gut absorbieren durch ihr Passiv mit dem Schild. Ist ja echt cool. Sagen, also Passiv von Athena ist schon eine viel einsetzbare Passiv, wenn man es wirklich gut schafft. Also ein Autotext komplett absorbieren gegen ADC ist recht gut. Wenn ich nicht erst denke, wenn man das Ganze schon aktivieren würde. Und ja, ansonsten diesen Speer nach jeder Attacke ist auch ganz gut. Oh, oh. Wo ist Loki? Ich hab den doch, ja, habe ich gesehen. Oh shit, der hat die Blume gemacht. Schade. Ja, Loki ist immer noch hier irgendwo. Hat den wahrscheinlich nicht gehört, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn, glaube ich, auch ganz kurz auf der Minimap gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, Minimap oder so, sein Schatten. Kurz um die Ecke rennen gesehen. Irgendwas war da. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Loki war, so oft wie ich schon gegen Loki gespielt habe. Komm her, Anruhe, komm her. Anno, du sollst herkommen. Ich bin im Rückwärts gehen schneller als die Minions, wenn ich sie immer wieder wegschieße. Komm, mach die Minions, Apollo. Genau, so. Das ist gut. Connors, nicht Apollo. So, ihr Schild ist wieder weg. Jetzt kann Apollo wieder schon Schaden machen. Apo Jungle Buff. Sollte ich auch mal dazu machen. Ich merke, ich habe nicht viel HP, aber ich habe MP. Also, ich habe nicht viel Mana, aber ich habe ganz ordentlich Mana Regeneration. Ich sag mal beim Mana auch MP. Also ich weiß, der HP bei Leben, Health Points, ist ja was ganz Normales. Aber MP... Komm, lauf, lauf, lauf! Oh, ist doch... Na, ich habe versucht abzulenken, zu stunnen und alles, aber hat nicht geklappt. Tut mir leid. Oh, können wir ganz einen Haufen Zeugs kaufen. Okay, jetzt geht's mit meinem Gold jetzt steil bergauf. Richtig. Thanks. I'm returning middle lane. Und weiter geht's. Wurden wir jetzt natürlich ganz hart gegankt von. Wir waren da ist da, also Kronos mindestens, der kommt von der Midlane. Janus, der kam von der Midlane. Wer ist ihr Jungler? Wahrscheinlich Loki. Ja. Also Loki, weiß ich nicht, ob der auch noch da war, aber Anhur, Athene und Kronos, Athena waren gleichzeitig auf unserer Lane, das ist dann natürlich echt hart. Komm. Das Ding ist gleich, gleich mal weg. So, dein Schild da. Hab ich irgendwie was dagegen, dass du das einsetzt, oder? Wenn sie jetzt weg ist. Aber ich glaube, ihr Schild ist schon wieder weg. Also. Zu.
so ganz gut. Und wieder schön alles abgefangen. Und ist mein Ground Target größer? Nee. Aber es geht weiter weg, mein Ground Target. Echt? Oder tut es nicht? Sorry. Ich dachte, es ging weiter weg. Public Test, aber ging es jetzt noch? Vielleicht haben sie ja geändert. Ah, shit. Ich hätte jetzt gedacht, der wird. Boah. Und BAM! Los geht's! Jetzt. Und wir sollten schon. Ah, shit, den erwischen jetzt nicht mehr. Der hat sich wahrscheinlich gerade zurückgeportet. Ja, stimmt, das soll ich mal wieder verkaufen. Meine Samen wurden nämlich leider nicht. Ich muss mir mal einen Ort suchen, wo ich dann ganz still auf den Turm schießen kann. Solange ich für mich aber nicht schieße, ist das Schaden, ich kriege ja minimal, echt. Apollo, komm her. Okay, er hat eh volles Leben. Ah, schade. Hat hier noch beschützt. Ein bisschen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich groß anzugreifen. Retreat. On my way. Bam. So, Apollo, jetzt lauf. Ich bin weg. Apollo wahrscheinlich auch. Oder ja. Hat genauso viel Mana und Leben wie ich ungefähr. Ah, schade. Hat gerade aufgeblinkt. Ich dachte, ich könnte es. Wäre gerade genügend gewesen, um zu kaufen, aber das ist eigentlich nur ein Standard-Visual-Bug. Und wir haben es dir gesagt. Okay. Ja! Blöd gelaufen. No problem. Enemy missing right. Okay. So, komm her, Apollo. Ich mach dir den Mana-Buff gleich mal fertig. So, hast du ihn. Sofort, da man klaut nicht versehen seinem Teamkameraden den Buff, denn der kriegt ihn gar nicht. Nee, Schwan. Man hat halt Fernkampf, deswegen ist das Klauen von dem Buff nahezu unmöglich schon fast. Und wir sollten mal schauen, ob wir den hier auch noch kriegen. Ich habe schon wieder keine Wards gekauft. Bam, komm. Nochmal stunnen. Schade, aber leider nur für eine Sekunde oder wahrscheinlich noch weniger. Komm. Schade, jetzt bin ich gestorben. Komm. Ja, hast es geschafft und. Nein, schade. Oh, Loki auch noch da. Ja, dann ist es natürlich blöd. So, jetzt habe ich das voll. Jetzt kann ich es sammeln. 4 habe ich schon. Schade. Ich kann das leider etwas zu früh, muss ich sagen. Boah, dieser Hide of the Ulchen. So heißt er, glaube ich. Der kriegt ja. Sammelt Stacks, wenn ich in der Nähe von Götterkills bin. Aber nur bei Kills und Assists. Ah, Verstärke gleich mal gedrückt. Da. Genau. Kills und Assists. Nichts anderes aber. Jetzt war die Frage, stand der eigentlich immer eine Sekunde, aber der hat wohl an nur irgendwie recht schnell überwunden. Der Crowd Controller oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ah, Beats hat, okay. Könnte natürlich sein, dass er gerade Beats eingesetzt hat. Oder so.
Aber wenn ihr die nur auf 1 habt, dürfte es recht lange dauern, bis ihr die immer wieder hat. Aber ist halt natürlich gegen mich. Ich habe schon einen Haufen Crowd Control. Wahrscheinlich ganz gut. Und wenn er mich selber schlägt und deswegen Crowd Control abkriegt, ist er selbst schuld, weil da kann ich. Das ist dann nicht mehr Absicht von mir, wenn er meine Passiv. Wenn er meine Passiv ausnutzt, um gerootet zu werden. Gerootet wird wahrscheinlich ziemlich gut passen, ja. Oder? Passive Enemy rooted, genau. Genau, den Turm angreift. Nee. Gehen wir mal in Mitte. Help, right leg. Okay. On my way. Gank middle lane. Vielleicht middle lane oder nein. Doch nicht. Die hauen alle ab. Enemies incoming middle. Bam. Cancel that. We need walls. An enemy has been slain. Incoming, incoming, incoming. Boah. Nein, ich bin im Winter drin gewesen. Schade, da ist er. Weg. Oh, voll Ulti getroffen. Puh, Kill bekommen. Hey, zwei Ladungen auch schon auf meinem Ruchen drauf. Liegt der dann der weiß Odin, der so kommt macht oder hey, unser Turm lebt noch. Jetzt unser Turm stirbt jetzt natürlich gerade. Das ist jetzt natürlich blöd. Ah ne, Odin war rechtzeitig da. So. Jetzt mal ein bisschen pushen. Ich. Okay, Odin ist bei uns der Top-Spieler zurzeit mit Abstand irgendwie. Ich muss sagen, mein Ulti von hat, glaube ich, ganz ordentlich gesessen. Damit hatte ich selber nicht gerechnet, dass es so viel Schaden macht. Aber ja. 500 Schaden ist es. Und ja, plus 0. Und es wird wahrscheinlich auch plus 0 bleiben, weil mein Bild ist kein bisschen Magic Power drin. Das ist halt wirklich ein Full-Tank-Bild hier. Das ist auch nicht dazu gedacht, Kills zu kriegen, deswegen auch sowas wie der Ulchen. Also nicht was Minions Kills sammeln, sondern einfach gar nichts sammeln. Und ja, nein, es jagt sie nicht. Nein, zu gut. Schade. Wo? Naja, hat mir echt viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Und mein Ult ist auch wieder da, also kein Problem. Und. Apollo, warst du nah genug dran? Scheint nicht so, schade. Kein Problem, wenn du mir Kills klaust, ich brauch keine. Ich sammle. Die Stacks sind gleich bei mir wichtiger. Weil die geben ganz ordentlich Protection, soweit ich weiß. Okay. So, ja, es sind trotzdem noch zwei Schüssen hin, die Viecher. Also keine Unterschiede. On my way. Und was? Oh. Nein! Ich kann mich natürlich nicht selber heilen, das ist ein Nachteil. Oh oh. Jetzt hat's mich erwischt. Ja, ich habe halt leider keinen Escape und selbst heilen geht auch nicht. Das heißt, alleine bin ich. Ja, ziemlich aufgeflogen. Und der Gegner hat schon wieder surrendert. Bin ich so furchterregend, wenn ich 1-3 spiele oder sowas? Ja, wurscht. Also. Mein Item-Bild für den Tank müsst ihr ja ein paar Mal gesehen haben jetzt beim Kaufen. Es wird dann noch ein Gaia-Stone hinterherkommen, den ich dann das Starter-Item austauschen würde. Ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich dann beim nächsten Mal, weil ich nicht meinen ganzen Schreibtisch gleich umschmeiße, weil ich mal mit dem Knie voll dagegen ramme. Ja,
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich dann beim nächsten Mal, dann höchstwahrscheinlich mit einem anderen Gott. Ciao, Leute.